Rewe ist doof. Das wäre so mein reißerischer Videotitel für heute. Dabei ist es doch ein super Unternehmen, werdet ihr sagen. Da habt ihr recht. Und auch ich gehe sehr gerne im Rewe einkaufen. Aber es gibt trotzdem einen Grund. Ein Grund, von dem ich euch erzählen werde, der für euch nicht ersichtlich ist. Und sagen wir es so, ich kriege immer Post vom Rewe. Fanpost, ja. Und ja, einfach nur, weil Rewe dumm ist. Oder eine gewisse Person. Wahrscheinlich eine Person, die nicht mal existiert. Also da habe ich wirklich eine Story für euch, die muss ich euch verklickern und vielleicht kommt sie sogar bei Rewe an. An die passende Stelle, wer weiß das schon. Aber erstmal wirklich an für sich muss ich sagen, Rewe, ich mag den Laden. Ist ja wirklich heutzutage so nicht mehr, ich gehe einkaufen? Nein, ich gehe zu Rewe. Ja? Rewe hat so ziemlich die Weltherrschaft an sich gerissen oder ist gerade dabei, es zu tun, schleichend. Weil die ganzen kleinen Supermärkte, die ganzen Ketten, die werden, zumindest hier in Darmstadt kommt es mir so vor, über all die Jahre und Jahrzehnte, die werden weggekauft. Alles andere wird weggekauft und kommt ein Rewe hin. Also die Standorte der Supermärkte haben sich seit dem Tag meiner Geburt, Mutter und Oma haben mich schon als Kindergartenkind überall zum Einkaufen mitgenommen und daher kenne ich das. Und die sind wirklich überall hingegangen, in Altketten. Heute zu Lidl, morgen zu Krosso oder dann zu Tengelmann. Und die gibt's schon alle gar nicht mehr, ne? Tengelmann, aufgekauft, Rewe rein. Krosso, aufgekauft, Rewe rein. Was noch? Gibt's noch mehr Beispiele? Thomarkt. Wir hatten in Darmstadt einen riesen Thomarkt und da kam Rewe rein und so weiter. Egal wie groß oder klein der Markt ist, alles wird und wird von Rewe aufgekauft. Und eigentlich ist eine gute Sache. Natürlich noch nicht die gesamte Weltherrschaft an sich gerissen in Darmstadt. Oh, ein blauer Panzer. Das ist immer geil, wenn man Zweiter ist. Ich bin heute übrigens mit Bowser. Ich habe geguckt, die ganzen Cooperlinge will ich ja immer mal wieder bringen. Ich habe geguckt, welchen Cooperling habe ich zuletzt gebracht. Also schon am längsten nicht mehr. Da fällt mir so auf, hier, der Anführer. Knochenbowser hatten wir, ja. Aber Bowser haben wir schon ewig nicht mehr genommen. Ja, es gibt alles Mögliche hier noch und ja, manche mögen Aldi, ich weiß nicht, Aldi Süd zumindest oder der hier ist ziemlich mies. Ja, ich bekomme natürlich nur eine Münze und der rote Panzer hinterher. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, genau jetzt kommt der Blitz. Arg! Keine Verfolger? Ja, das kriege ich hin. Aha! Boah, Mann, der Blitz im perfekten Augenblick. Du kommst so spät, du möchtest gern Bowser. Nee, viele schwören auf Aldi. Ich weiß nicht, ob es an Aldi Süd liegt oder ob es daran liegt, dass die hier nicht so toll sind. Auf jeden Fall sind sie für mich wirklich, haben am wenigsten Auswahl. Die Atmosphäre ist nicht gut und die Schlangen sind ewig lang. Die Warteschlangen an den Kassen, die sind für mich wirklich auch irgendwo wichtig. Und ein Pluspunkt für Rewe. Ich sag euch auch gleich warum. Was gibt's noch hier? Penny, Lidl. Also meine Oma geht gerne in Lidl einkaufen und ich fahre meine Oma immer und da sind wir zusammen. Im Lidl und, ja, mögen auch viele nicht, aber die Auswahl ist ganz gut. Was nämlich im Lidl, ich könnte es ja gerne sagen für die zwei Darmstädter, die zugucken, hier Escholbrücker Straße. Der Lidl ist so der Hammer. Die haben da drei Kassen und ist immer eine oder zwei besetzt. Sind zwei besetzt, sind viel zu wenig Leute da und ist nur eine besetzt, ist da eine Schlange, die geht wirklich 10, 20 Meter. Das ist der helle Wahnsinn und das geht andauernd. Man hört ja diese Durchsagen. Bitte legen Sie keine weitere Ware auf das Kassenband. Kasse 2 schließt. Oder dann direkt 15 Minuten später wieder. Kasse 2 öffnet. Bitte legen Sie Ihre Ware auf das Band. Alter! Das ist so der Hammer. Und es geht andauernd. Egal, wann man mal da ist. Immer. Man kauft ja gerne mal länger als 10 Minuten ein. Das kann schon mal dauern, gerade mit meiner Oma. Und andauernd! Kasse auf, Kasse zu. Kasse auf, Kasse zu. Und das ist halt ein Personal, das halt immer switcht zwischen Ersatzkasse, sag ich einfach mal, und sonstigen Aufgaben. Alter, hat Lidl nicht genug Geld, diese eine Person einzustellen, die dann diese zweite Kasse dauerhaft besetzt? Weniger Stress für Mitarbeiter, ein Arbeitsplatz mehr geschaffen. Kostet natürlich Lidl Geld und da wird gespart am falschen Ende, wie ich finde. Ja, und die Leute müssen nicht mehr warten und gehen dann vielleicht mehr zu Lidl einkaufen, versteht ihr? Für mich ist es zum Beispiel ein Grund, da ungern reinzugehen, weil ich da immer eine halbe Stunde an der Schlange stehe, weil es nicht schön ist. Nein, da wird gespart am falschen Ende. Aber wie ihr meint,
Ja. Ja, und da müsste diese andere Person, die sonstige Aufgaben zu erledigen hat, sieht man ja immer, Regal auffüllen oder sonst was, müsste da nicht hin und her switchen die ganze Zeit. Oh, ich hoffe, dieser Turbo-Pilz war nicht zu früh gezündet. Ah, das klappt nicht mehr bis zur Abkürzung, so ein Ärger. Arg! Habe ich schon gerochen. Ja, ich krieg noch nicht mal ein Item! Ihr seid so Schweine! Das kann ich auch nicht. Naja, ich wurde eben Erster, Freunde. Da kann ich jetzt nicht... Ich kann ja nur noch verlieren eigentlich. Wenn man das erste Rennen Erster wird, kann man sich nur noch verschlechtern. Naja, wie dem auch sei, das ist Lidl. Aber die Auswahl ist ganz, ganz gediegen. Und auch in den Real gegenüber gehe ich sehr gerne. Große Auswahl. Aber auch hier irgendwie 15, 20 Kassen und immer nur 3, 4 auf. Und ewig lange Schlangen. Dieser Real Darmstädter, Escholdbrücker Straße. Lange Tradition, auch immer umbenannt, hat jetzt nichts mit Rewe zu tun, aber muss ich mal so sagen, da war mein Opa in den 70er Jahren auch schon und hat auf dem Parkplatz sein Flugzeug gestellt. Ja, mein Opa hat ein riesen Passagierflugzeug gehabt und hat einen Café reingemacht und damit ordentlich Geld verdient. Da stand er da, da hieß es noch Mehrwert, wurde umbenannt in Wertkauf. Dann wurde der Wertkauf aufgekauft von Walmart. Ja, genau dieselbe Kette wie in den USA. Und, also es war die Kette. Aber dann wurde es dann aufgekauft von Real. Und das ist riesengroß. Aber wie gesagt, auch nicht so perfekt. Wo wir immer einkaufen gehen, das kann ich ruhig mal sagen, ist halt wirklich das Rewe Center. Das große in Darmstadt. Und das habe ich in irgendeinem Video schon mal gesagt. Seitdem bin ich immer ein bisschen auf der Hut, ob mich da irgendjemand sieht oder erkennt. Ja, einmal war da so eine Situation. Ich einkaufen mit Frau und Kind. So, ey, da ist so ein Mädchen, weiß nicht, 10 Jahre oder so. Das gafft mich die ganze Zeit an. Also wisst ihr, ihr könnt gerne zu mir kommen, wenn ihr mich erkennt. Das tun übrigens nicht viele, weil ich halte meine Fratze nicht so oft in die Kamera. Und wenn ihr mich erkennt, Autogramme gerne. Mich haben Leute erkannt im Kino. Auf der Gamescom natürlich, ach was. Und so, aber sonst eher selten. Und das Mädchen gafft und gafft. Das war unmittelbar so ein paar Tage nach dem Video, wo ich gesagt habe, dass ich in dem Rewe einkaufen gehe. Ihr wisst ja nicht wann und so. Vielleicht gehe ich da auch gar nicht einkaufen. Vielleicht war es nur eine Floskel, um euch wegzulocken, da wo ich wirklich einkaufen gehe. Nee, ernsthaft, da guckt mich ein Mädchen die ganze Zeit an und gafft und gafft. Überall gehen wir rein. Hier, Mopro nennt man das, die Molkerei-Produkte, also da wo es kühl ist. Und die ist das anders überall. Und ich weiß nicht, ich gehe ja immer gesittet aus dem Haus. Ich bin eigentlich tageslicht tauglich, aber irgendwie ganz peinlich gesagt, aber offen, euch gegenüber hört ja keiner. Da ist mir die Hose gerutscht und so und ich wollte die hochziehen und wollte meinen Gürtel mal ein bisschen enger schnallen. Und das Mädel gafft und gafft und gafft. Wenn es mich erkannt hat, vielleicht war ich einfach nur so hübsch, vielleicht war ich einfach nur so hässlich, ich weiß es nicht. Aber es hat nicht aufgehört zu gaffen und ich bin mir da ziemlich sicher, die hat mich erkannt oder war sich total unsicher und ich, also total, ich war davor noch richtig genervt, weil klar, ihr könnt zu mir kommen, dann ist aber auch gut, mich nicht angaffen wie Big Brothers Watching You. Der Situation war ich dann ziemlich genervt. Meine Freundin auch schon so, was hast du denn? Weil ich im Auto dann die Situation erklärt, warum ich mich so ein bisschen pissig war in der Situation. Ne? Durch alle Gänge gefolgt und immer nur geguckt, so blöd. Das muss ich sagen. Vielleicht hat das auch überhaupt nichts mit mir zu tun, sondern war allgemein so. Es gibt ja verrückte Menschen, aber ich gehe total off-topic gerade. Was ich sagen wollte. Das Rewe Center, warum wir da hingehen, unter anderem die Auswahl. Haben einfach alles und riesen und schön eingerichtet und sauber und auch neu im Vergleich zum Real, der sich halt Mühe gibt, aber das Rewe Center ist einfach relativ neu. Das ist da, wo früher der Tommarkt war. Ja. Und super. Direkt neben dem A5, der Disco und dem McDonald's. Da sollen ja in der Tat Jugendliche hin aus dem ganzen Umkreis. Daneben ist das. Und ja, also ich muss schon sagen, die Schlangen, die haben da wirklich auch einige Kassen oder sind auch einige auf. So 8, 9 Kassen sind da immer auf und es ist herrlich, man braucht sich nie anstellen. Also natürlich muss man sich anstellen, aber man wartet nicht an den Kassenschlangen. Das ist doch mal was. Also man hat schon immer einen vor sich, aber bis man so eine ganze Ware aus dem Einkaufswagen auf das Band gelegt hat, ist man auch schon dran. Und so finde ich es optimal und so ist es schön und alles sehr gediegen. Und auch wenn Feiertage sind oder Weihnachten, weiß der Teufel,
es ist immer genug. Dann machst du halt mal ein paar Kassen mehr auf. Und das ist für mich der Vorteil an Rewe, weil Rewe ja schon so omnipräsent ist und so viel Geld scheffelt durch diese ganzen Geschäfte. Gerade noch ein bisschen gerettet auf Platz 5 hier. Weil die sich retten. Also, das ist wirklich, da können sie sich auch leisten, so viele an die Kasse zu setzen und haben genügend Personal. Die müssen nicht einsparen an der falschen Stelle, so wie eben erwähnt der Lidl. Und ja, das macht's dann zu einem ziemlich guten Laden und kann ich nur empfehlen. Rewe allgemein, ob groß oder klein. Weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt ja in die Kommis schreiben, wo ihr am ehesten einkauft oder wie das ist. Und ja, dann gucken wir mal, was ihr so denkt, auch über die anderen Läden. Also da Lidl, Penny, was gibt's noch? Kaufland zum Beispiel, bin ich aber selten. Naja, man muss halt nur einkaufen. So, und jetzt kommen wir langsam zu dem Thema, das ich ansprechen will, nach den Lobeshymnen. Es gibt einfach etwas, was die überhaupt nicht bedacht haben, was richtig dumm ist und wo ich mich aufregen könnte, weil ich als der Buhmann hingestellt werde. Es ist so, ich habe ja meine Wohnung im 3. Stock. Ohne Aufzug. Ist in Ordnung. Wisst ihr? Jeder Gang macht schlank. Ich bin froh, ich sitze. Versteht mich nicht falsch. Ich sitze den ganzen Tag vorm PC. Ich bin froh, wenn ich mal sinnvolle Bewegung habe. Ich bin, sei es Müll runterbringen oder mal im Briefkasten gucken, egal. Einfach mal in den Keller irgendwas runterbringen. Ey, ich mach das, weil ich bewege mich gerne. So ist es nicht. Wie gesagt, früher meine Ausbildung zu viel Bewegung, als jetzt Player zu wenig. Da nutze ich jede Gelegenheit. Manchmal spaziere ich auch sinnlos durch die Straßen. Das passiert schon mal, weil ich einfach mir denke, boah, ich muss mich mal wieder ein bisschen bewegen. Also deswegen war es auch für mich kein Problem und ist auch heute nicht. Ja, also sollen ruhig die älteren Menschen im Erdgeschoss oder im ersten OG wohnen. Ich mach das gerne oben und da habe ich eigentlich auch kein Problem damit. Ihr könnt euch denken, wenn man dann eingekauft hat und man hat so 4-5 volle Tüten, ist auch okay. Ist kein Problem. Wenn dann die Frau schwanger wird und nichts mehr tragen kann oder soll, oder nichts Schweres zumindest, und ich dann alles tragen muss, ist auch okay. Aber noch einen drauf mache ich nicht. Und zwar, wenn wir Getränke kaufen waren. Das heißt, Wasserkasten, Eisteeträger, Multivitaminsaftträger, was noch? Vielleicht doch mal einen Cola-Kasten, der hält ein bisschen länger. Oder Mezzomix, was weiß ich, ne? Wie das halt so ist, ne? Getränke. Und das ist halt echt doof. Die Parkplatzsituation ist ja auch nicht so günstig und da muss ich das wirklich schleppen und schleppen. Und, ja. Das war mit der Zeit ein bisschen, wie gesagt, Freundin konnte da nicht mehr helfen. Irgendwann und da kam ich mir richtig doof vor. Wir haben eine Lösung gefunden, die eigentlich echt super ist. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört. Ich denke mal, viele haben es noch nicht ausprobiert. Und zwar Rewe Lieferservice. Haha! Und zwar dachte ich mir, nur für Hallo Baku, bist du auch wieder dabei? Der Stalker. Habe ich doch richtig gesehen vorhin. Rewe Lieferservice. Ja? Ist nämlich so, die liefern dir bis vor die Wohnungstür. Ja. Und da kam ich auf den Gedanken, lass uns das mal ausprobieren. Also, Website und nicht irgendwie die Einkäufe, die kriegen wir gebacken. Meistens gehen wir sogar noch einkaufen im Rewe, wenn am selben Tag der Rewe-Lieferservice kommt. Aus dem einfachen Grund, ich glaube Mindestbestellwert 40 Euro und das machen wir dann voll. Wasserkasten, Eistee, Multivitaminsaftträger, Apfelsaft, was weiß ich, ne? Alles mögliche, was man so an Getränken braucht und ja. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Angst. Haha. Und Platz 1. Ja. Aber immer dieselben Strecken, oder? Partystraße, Käseland. Diese DLC-2-Strecken. Ich mache bald das zweite DLC aus. Die werden noch voll bevorzugt, die Strecken. Dann Parts immer nur denselben Kram. Warum nicht die vom Anfang immer mal wieder? Das wird aus mich ein bisschen unausgeglichen. Back to topic. Rewe liefert so eine schöne Angelegenheit. Da zahlt ihr auch online, geht leider nicht mit Barzahlung, was natürlich auch Sinn ergäbe. Und das empfehle ich auch wirklich den alten Menschen, die 60 aufwärts oder von mir aus schon früher, ist mir egal. Ansichtssache, je nachdem, wie fit man sich fühlt. Ich bin mir einfach zu fein dafür, YouTube Money und so. Nee, es war halt echt, und dann lasse ich mir die hochschleppen. Ich probiere mal einfach mal aus und es ist eigentlich so angenehm und schön. Dann klingelt er um die abgemachte Uhrzeit, also zwischen 14 und 16 Uhr oder was. Und dann klingelt er und parkt er mit seinem LKW in der Straße, wo es keine Parkplätze gibt. Und schleppt halt die Kästen hoch, musste halt wirklich in den 3. Stock laufen.
drei, viermal mit den schweren Sachen und da geht denen schon ordentlich die Pumpe. Ja, ich kann nichts dafür, dass die sich die Jobs aussuchen. Die Jungs tun mir echt immer leid. Es sind auch immer andere. Wie oft haben wir jetzt vielleicht bestellt? Seit einem Jahr ungefähr. Sagen wir mal, einmal im Monat so komplette Getränke. Ja, weiß nicht. 12 Mal von mir aus. So jeden Monat sag ich mal. Und immer ein anderer Typi. Und ich sage sich, boah, der schon wieder. Zu dem will ich nicht liefern. Da muss ich in den dritten Stock laufen mit den ganzen Kästen. Ja, und kostet, ist natürlich ein bisschen Aufpreis und so, aber er total erschwinglich und bietet sich an, gerade für ältere Menschen. Es ist halt so, ich nehme es gerne in Anspruch und die Bezahlung zeige ich euch am besten einfach mal hier. Blende euch das ein und zwar, dass zwei Bezahloptionen nicht möglich sind, unter anderem Überweisung übers Konto. Das andere habe ich jetzt nicht im Kopf, ich bin gerade am Mario Kart fahren. Und da ist aber PayPal. Und PayPal ist gut, das nutze ich gerne. PayPal ist einfach im Internet. Da könnt ihr von eurem PayPal-Konto, habe ich schon seit 2011, einfach, keine Ahnung, ihr habt da Geld drauf. Und egal, was ihr macht, ob ihr Essen bestellt, ja, euch liefern lasst, oder ob ihr auf Amazon oder eBay was bestellt, einfach bei PayPal und mit einem Mausklick ist alles bezahlt. Sehr angenehm zu empfehlen, diese Bezahloption. Und die untere Möglichkeit, ich glaube Mastercard oder so. Ich habe keine derartige Kreditkarte. So, bleibt ja nur PayPal übrig. Ist ja in Ordnung. Ich habe gerne PayPal. Und das hat auch anfangs super funktioniert. So sieht man einfach als Minusbetrag auf dem PayPal-Konto abgebucht. Alles super. Dann hat es aber, ich sag mal, Oktober letzten Jahres angefangen. Und zwar, weil ich mache erstmal das Rennen. Ich kann es ja gleich einblenden nach der letzten Runde. Aha. Also es hat immer funktioniert und das kann man auch schon mal loben. Es kam auch im Fernsehen mal so ein Vergleich der Lieferservice. Ich kenne die anderen überhaupt nicht, aber jedenfalls hat Rewe Lieferservice in allen Punkten gewonnen. Und deswegen schön. Und ich nutze es halt wirklich nur für Getränke. Ja, so ist das. Nennt mich faul oder sonst was, aber wenn es die Möglichkeit gibt, sollte man sie nutzen. Der Baku. So, dann blende ich euch hier jetzt einfach mal ein. Und zwar vom PayPal-Konto. Auf einmal hat das so angefangen, dass es autorisiert ist, aber nicht abgebucht. Das heißt, ich habe mein Okay gegeben, von wegen, ihr könnt mir abbuchen, ja? Kommt ja mit der Bestellung gleich so. Und die haben noch nicht abgebucht. Und da war es halt anfangs so, dass es erst abgebucht wurde, wenn es geliefert wurde. Dauert natürlich 1-2 Tage, also nur mit viel Glück kann man schon am nächsten Tag liefern. Das muss man vorausschauend natürlich machen. Wie viel Getränke haben wir noch? Und dann lasse ich liefern. So, der Punkt ist, auf einmal haben sie aufgehört, sich das Geld zu nehmen. Es war immer autorisiert. Wir haben immer bestellt. Es war immer autorisiert. Und statt dass die sich genommen haben, kamen Mahnungen. Ich denke mir, what the fuck is going on? Weil ich will sowas nicht haben. Mahnungen? Ey, nicht meine Welt. Ich bezahle jeden Scheiß. Ich bezahle GEZ. Ich bezahle die ganzen Steuern für die Let's Plays. Ich bezahle alles, was es gibt. Was auch, wo man sich über den Nutzen oder alles streiten kann. Aber egal, ich bezahle alles. Ich will nicht ansatzweise in irgendwas wie Mahnungen verstrickt werden. Aber da kriege ich Mahnungen von wegen, ja, beweis mir den Betrag, verdammt. Und ja, da habe ich es halt gemacht, habe ich halt überwiesen. Die haben es nicht angenommen auf PayPal. Oder wird es PayPal ausgesprochen? Ist mir egal. Ich sage mal PayPal. So. Und ja. Gut. Das Problem ist, es blieb dabei. Bis zum heutigen Tage. Seit gutem halben Jahr. Jedes Mal, wenn wir bestellen, wird es autorisiert und keiner nimmt es mehr an. Da frage ich mich natürlich auch, wer hat das überhaupt eingestellt? Dass da irgendjemand noch einen Mausklick tätigen muss, von wegen akzeptiert. Ich habe natürlich auch schon die Lieferboys damit konfrontiert. Hab gesagt so, ey, sag mal, das letzte Mal, ne, die müssen vielleicht auch mal ihr Okay geben, ist geliefert, alles klar, ich muss ja auch Unterschrift geben, dass geliefert ist und so. Aber trotzdem drückt da keiner mehr den Button, dass sie die Zahlungen annehmen. Ja. Und das war ein bisschen, hat mich schon immer ein bisschen verwirrt. Nach 30 Tagen erlischt diese Autorisierung von PayPal und da bleibt das Geld halt einfach auf meinem Konto. Und da haben sich wieder mit Mahnungen gemeldet, nach der nächsten Lieferung. Ich bezahle es, die Mahnung dann halt. Von wegen, ja, bezahl mal. Und da habe ich auch mal hingeschrieben.
ja, und angerufen. Hab mich gewendet an diesen, wie nennt man das, Service, an die Hotline, hab das denen erklärt. Nicht mal so wie euch, ich war jetzt erstens mal ausführlich, bin ziemlich ausgeschweift und so, sondern wirklich auf den Punkt gebracht, erklärt, verständlich. Und ein blauer Panzer kommt hier sehr gelegen. Das zum Beispiel habe ich nicht am Telefon gesagt. Ja, was soll ich noch machen? Ja, ja, wir überprüfen das, bla bla bla. Toll, hat sich nichts geändert. Dann plötzlich kamen auch keine Mahnungen mehr. Weil ihr, wie ihr hier seht, oder ihr habt es gesehen, dass ja, Überweisungen einfach nicht möglich sind. Weiß nicht, ob sie vorher möglich waren, aber sie waren ja gar nicht mehr möglich. Also hätte ich selbst nach der Mahnung, wenn sie mir geschrieben hätten, die geben mir ja dann ihr Konto zum Überweisen. Und hätte ich selbst da nicht mehr begleichen können, weil die keine Bezahlungsmöglichkeiten mehr haben. Du, da haben die 4 Bezahlungsmöglichkeiten. 2 schließen sie aus, weil geht nicht, weil Baum. Und die dritte ist PayPal. Und die sind nicht fähig, PayPal zu benutzen. Also fällt diese Zahlungsmethode auch flach. Da frage ich mich, es muss doch mehr Leute geben, die auch PayPal benutzen. Da seht ihr es vielleicht nochmal. Ich blende es mal ein, wenn man das anklickt, dass da halt auch steht, ist autorisiert. Die können sich das nehmen. Sobald der Bestellvorgang abgeschlossen ist, bestellt es ja. Ist ja auch geliefert. Ich habe die Sachen ja, aber die nehmen sich das Geld nicht. Weißt du, ich halte es hin, da ist ein Geld. Und die nehmen es nicht an quasi. Weil die auch da scheinbar keinen mehr haben. Da ist ein Schreibtisch leer, der eigentlich besetzt sein müsste. Versteht ihr? Irgendjemand, ich weiß nicht, ob das deutschlandweit, es muss doch, es ist doch die Gesamtwebsite. Da muss doch jeder, der über Rewe Lieferservice bestellt, per PayPal, muss doch jeder nicht fähig sein zu zahlen. Oder ja, doch können fähig sein zu zahlen, nur die nehmen das nicht an. Und denen fällt nicht mal auf, dass alle PayPal-Zahler dann Mahnungen bekommen. Ich habe zum Beispiel diese schnieke Mahnung jetzt vor ein paar Tagen bekommen, wo die einfach mal alles aufgeführt haben, weil die haben sich dann nicht mehr gemeldet mit Warnung, habe ich ja gesagt, weil Überweisung nicht möglich war und jetzt alles so bam, 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 bam. Das hier ist auf Verzug, das sind scheinbar die Tage und das M steht für Mahnungen. Also da im Dezember weiß ich nicht, ob die mir da schon mal Mahnungen geschickt haben. Hä? Und auch noch so frech, ne? Letzte Mahnung und ja, sie haben nicht reagiert auf unser letztes Schreiben. Ich habe jedes Mal reagiert und habe euch geschrieben und versucht zu erklären, dass ihr nur auf PayPal annehmen müsst. Macht doch diese verdammte Einstellung raus. Dann lasst doch sofort bezahlen, selbst wenn noch nicht geliefert ist. Ich weiß nicht, wo der Fehler da ist. Vielleicht gibt es ja wirklich unter den 10.000 Zuschauern oder 7.000, was weiß ich, die jetzt dieses Video anschauen, irgendeinen, der sagen kann, oder der auch mal Rewe Lieferservice benutzt hat und da ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder eben nicht. Schreibt's in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin sehr bestrebt darin, all meine Rechnungen zu begleichen. Egal, ob das, keine Ahnung, eine Stromnachzahlung ist oder sonst was. Nehmt's! Ich bin frei von Sorgen. Ja, aber das kotzt halt an, wenn man auch noch so hingestellt wird wie der letzte Gimpel. Das ist meine Meinung, das ist das Lied davon und keine Lösung in Sicht. Ich habe schon so oft hingeschrieben, habe es denen erklärt, aber irgendwie entweder raffen die das nicht oder es interessiert die halt nicht. Schickelt weiter Mahnungen. Das Gute ist, keine Mahngebühren dazu, deswegen ist es mir egal. Ich habe jetzt da die Rechnung von 390 Euro und bin auch gewillt, die zu bezahlen, weil ich habe die Ware ja erhalten und schon längst gesoffen und wieder ausgepisst. Muss ich mal so deutlich sagen. Da rage ich schon mal zu Recht ab, ne? Da könnte ich euch Storys erzählen. Ich hoffe, ihr habt jetzt kein Detail vergessen, wenn nicht dann. Wenn doch, dann schreibe ich es in die Kommis. Also wirklich, ich hoffe, dass es in Ordnung findet. Von mir aus können es auch Barzahlungen, dass man wie beim Pizzaservice quasi an der Tür einer Haustür bezahlt, wo man eh unterschreiben muss. Von mir aus. So hat der Typ damit gar nichts zu tun. Dann quette ich noch ganz kurz eine kleine Story dazwischen, ähnlich, wo ich upragen könnte. Von der Deutschen Bahn, da lohnt es sich jetzt keinen eigenen Part zu machen. Die Deutsche Bahn, das ist eh alles gesagt, da ist Hopfen und Malz verloren. Julians Blog, ja mal ein treffendes Video gemacht. Naja, ein bisschen unkomfortabel ausgedrückt, fürwahr, aber inhaltlich gar nicht mehr so verkehrt zu den Streik und so. Musste er löschen und da war ja alles, keine Ahnung. Habe ich den Baku noch? Ich glaube, ich habe den noch. Hauptsache, über Baku sein, das ist hier, ja Mann. Die Bahn. Also,
meine Freundin, wir sind mal zu ihren Eltern gefahren sozusagen. Und die wohnen halt 600 Kilometer weg an der Ostsee nämlich. Und ganz bequem ICE, erste Klasse bezahlt. Und per Post zuschicken lassen die Fahrkarte halt einfach. Und keine Ahnung, die hat meine Freundin dann halt in der Tasche gehabt. Die geht aufs Klo. Und kommt natürlich da nicht wieder, wenn die Kontrolleurin und der Kontrolleur, waren sogar zwei, da sind. Ich hatte aber zum Glück so eine Bestellbestätigung quasi. Es war nicht die Fahrkarte, sondern die Bestellbestätigung. Und ja, da haben die ja halt trotzdem rumgestellt, ja, müssen wir die Namen aufschreiben, füllen sie das aus, bla bla bla. So nach dem Motto, ich würde schwarz fahren. Ich habe es denen erklärt und habe denen das ganz plausibel gemacht, was Tatsache ist. Und natürlich kam und kam der nicht wieder. Aber ich hatte die Bestellbestätigung. Ich habe mir immer gesagt, ihr könnt es doch nachprüfen. Wir sind doch nicht mehr in den 60ern. Ihr könnt es doch nachprüfen, dass ich das bezahlt habe, dass ich das bin. Alles, ne? Ja. Kommt natürlich auch die Mahnung per Post von wegen, ah, sie sind schwarz gefahren. Und hier, dann gibt es natürlich noch ganz schöne Mahnkosten. Ich weiß nicht, Schwarzfahren kostet ja, weiß nicht wie viel. Das war schon ein Betrag, den ich nicht eingesehen habe. Also ich bezahle schon alles, es sei denn, es ist nicht korrekt. Hier geht es ja furios zur Sache. Ganz schöner Speed drauf. Ja, das fand ich dann nicht in Ordnung. Dann konnte man schon Einspruch erheben auf diese Mahnung, auf einer speziellen Website, die angegeben war auf der Mahnung. Und mit Beleg, da hatte ich zum Glück die Fahrkarte noch, hab sie schön eingescannt. Und da kam nochmal schriftlich in aller Form die Entschuldigung. Weil, ja, weil ich bezahlt habe für die Strecke und so. Ja, diese Großkonzerne. Also Rewe ist natürlich nicht doof. Aber diese eine Personalabteilung oder diese Dings, ne? Das ist, da ist jemand doof. Das muss ich zugeben. Aber ich gehe da gerne einkaufen und wie gesagt, dadurch, dass Rewe halt so groß ist, profitieren da alle von. Und ist nur zu empfehlen. Ich glaube, Rewe wird noch mehr Märkte übernehmen und sich noch mehr ausbreiten. Das wird der helle Wahnsinn. Wird dann, alle anderen Supermärkte werden in Zukunft Exoten sein. Das prophezeie ich. Eure Kinder werden schon nicht mehr wissen, dass man noch in anderen Märkten als Rewe einkaufen konnte. So im Rande. Und die Bahn ist halt die Bahn. Ich glaube, da ändert sich so schnell nichts mehr. Oh Mann. Ja. Das sind so meine Mahnungen. Beide. Alle beide. Genau. Beide zu Unrecht. Weil ich halt wirklich finanziell korrekter Mensch bin. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Und der Spaß. Ist halt so. Und wenn ich irgendwas in Anspruch nehme, dann bezahle ich das auch. Macht doch immer eure Briefe auf, wenn ihr Match bekommt. Das könnte wichtig sein. Jo, das war jetzt ein bisschen Geschwätz von mir. Und auch eure generelle Meinung, welche Supermarktkette gefällt euch am besten. Und so weiter und so fort. Wir haben Stoff, wir haben Stoff. Und ich bin zum dritten Mal ein Part Erster. Kann sich sehen lassen, Bowser. Gut hast du es gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ist der Daumen oben, wird Bowser euch loben. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Mario Kart 8 Online. Ihr kriegt eine Mahnung von mir. Ja, ja. Wenn ihr keinen Daumen hoch gibt, kriegt ihr Mahnung von mir. Ihr kriegt auch Mahnung von mir, wenn ihr Daumen hoch gibt. So wie Rewe oder die Bahn halt. Bis dann und ciao.